Das geht irgendwie gar nicht, weil ich fühle mich einfach flach. Also ich fühle mich wirklich einfach flach, 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 flach. Was soll man sagen? Flach. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Alles-Anprobieren-Video und zwar nicht Teile aus meinem Kleiderschrank, um auszumisten, sondern wie ihr wisst, habe ich ja dieses Format von damals so ein bisschen umgekrempelt und habe schon mal alle Rockarten anprobiert, beziehungsweise alle Mini-Kurzrockschnitte, die es so gibt. Und ich habe auch schon verschiedene Jeans-Schnitte anprobiert und zwar sehr, sehr, sehr viele. Und heute widmen wir uns dem Thema T-Shirts. Auch bei sowas einfachen wie simplen T-Shirts gibt es mittlerweile so viele Variationen, wo man wirklich sagen muss, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich gerne ein T-Shirt tragen will, aber irgendwie steht es einem nicht so, dann liegt es sehr wahrscheinlich einfach daran, dass man den richtigen Schnitt für sich selbst einfach noch nicht entdeckt hat. Das ist allerdings kein Problem. Heute werden wir uns zusammen darum kümmern, so ein bisschen in verschiedenen Kategorien und vor allen Dingen natürlich auch mit eurer Hilfe in den Kommentaren. Falls ihr auch noch Tipps und vor allen Dingen Erfahrungen zu verschiedenen Schnitten habt, lasst es mich sehr gerne unten wissen. Und falls ihr einfach nur coole Outfit-Inspirationen mit weißen, einfachen T-Shirts haben wollt, dann schaut sehr gerne auf Instagram vorbei. Dort kommen ja immer mal wieder Outfit-Videos online. Das ist der allererste Link unten in der Infobox. Fangen wir doch einfach erstmal an mit den verschiedenen Arten, wie ein T-Shirt an einem selbst sitzen kann. Dafür habe ich mir einfach drei exemplarische Looks rausgefischt. Und zwar einmal das ganz klassische, ganz enge T-Shirt, was wirklich körperbetont sitzt und wo ich ehrlich sagen muss, dass ich persönlich gar kein Fan mehr davon bin. Vor allen Dingen, wenn es sich nur um so ein ganz simples T-Shirt handelt, außer es hat irgendwie noch ein spezielles Material oder eine spezielle Struktur. Ist aber auf jeden Fall etwas für all diejenigen, die ihren Oberkörper einfach mit körperbetonter Kleidung betonen wollen. Die zweite Variante finde ich persönlich für meine Körperstatur einfach etwas schmeichelnder, beziehungsweise muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich einfach wohler. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eher eine Birnenfigur habe und es einfach nicht mag, wenn meine Oberteile so super knalleeng sind und dann meine Hüfte unten, sage ich jetzt mal, etwas breiter ist. Deswegen greife ich sehr gerne zu solchen leicht Oversized-T-Shirt, also wirklich etwas, was einfach etwas lockerer hängt und einfach etwas legerer ist. Dann gibt es natürlich noch die Boyfriend-Variante. Das wäre wirklich die Variante, die noch weiter geschnitten ist als so ein klassisches, leicht oversized, lockeres Shirt. Finde ich persönlich auch ganz cool und ist vor allen Dingen praktisch, wenn ihr mit einem einfachen Basic-Shirt ein Statement machen wollt. Unabhängig von den verschiedenen Weiten, wie ein T-Shirt an euch sitzen kann, gibt es natürlich auch verschiedene Längen. Ich habe jetzt nicht alle Längen rausgesucht, weil es relativ schwierig ist, muss ich auch sagen, anhand von Online-Bildern das genau zu sehen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr lange Shirts und natürlich auch sehr kurze Shirts, die dann wirklich schon gecroppt sind und eher bauchfrei sind. Wie könnt ihr für euch entscheiden, welche Länge die richtige für euch ist, beziehungsweise diejenige, in der ihr euch am wohlsten fühlt. Grundsätzlich gilt natürlich immer, was ich immer wieder sage, selbst anprobieren. Aber vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr habt schon irgendwie alles anprobiert und wisst nicht so ganz genau, wann entscheide ich mich irgendwie für ein langes T-Shirt und warum sieht das lange T-Shirt bei dem Outfit gut aus oder warum sieht das total blöd aus und warum sieht das kürzere T-Shirt dazu besser aus. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist euer Rock oder eure Hose? Das heißt, euer Unterteil, ist es eher low, mid oder high-waisted? Und in der Kombination ist dann auch gleichzeitig die Frage, wollt ihr euer T-Shirt in der Hose reinstecken oder wollt ihr das locker drumherum einfach tragen, also gar nicht irgendwie in die Hose oder in den Rock reinstecken. Wie ihr seht, gibt es verschiedene Faktoren, um zu entscheiden, was denn so die schöne T-Shirt-Länge sein könnte für dieses Outfit. Grundsätzlich ist es aber letztendlich immer irgendwie Geschmack, wie man es selbst am liebsten trägt. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich T-Shirts eigentlich zu 99,7% in meiner Hose trage, zumindest vorne reingesteckt. Nicht mal komplett, sondern einfach nur vorne. Ich habe mich so dran gewöhnt an diesen Look und trage den voll gerne und da ich auch nicht so groß bin, sondern nur 1,63, habe ich auch das Gefühl, dass mich das ein bisschen größer macht, als wenn ich das T-Shirt einfach nur runterschlabbern lassen würde. Nun widmen wir uns dem ganz interessanten Thema T-Shirt-Ausschnitte. Und zwar gibt es ja so viele Ausschnitte und diese Ausschnitte könnt ihr natürlich auch übertragen auf andere Oberteilformen, sei es Blusen oder sonstiges. Ich hoffe, ich habe alle am Start, aber es kann sehr gut sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Falls ja, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und schreibt doch auch sehr gerne dazu, wo ihr glaubt, welchem Outfit das cool wäre oder welcher Körperform das vielleicht super toll stehen könnte. Fangen wir an dieser Stelle doch mal ganz klassisch mit dem Rundhalsausschnitt an. Also der Ausschnitt, der wirklich einfach nur um den Hals einmal drumherum kommt. Man sieht nicht viel Haut, super, super klassisch, wie ich finde. Und ich persönlich trage ihn auch ganz, ganz gerne, aber ich kenne auch sehr viele Menschen, die so einen Ausschnitt überhaupt nicht gerne tragen. Das trifft oft auf Menschen zu, die sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Hals zu kurz wirkt oder dass ich einen sehr kurzen Hals habe und ich will, dass meine Partie hier von meinem Hals und von meinem Dekolleté etwas größer wirkt. Dementsprechend brauche ich einfach
etwas mehr Ausschnitt und kann nicht einen Ausschnitt wählen, der hier so geschlossen ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich diese Ausschnittform relativ schmeichelnd finde für eigentlich fast jede Körperform, weil es etwas sehr, sehr Klassisches ist. Nun ein bisschen ein Kontrast, und zwar ein V-Ausschnitt. V-Ausschnitte gibt es natürlich in jede Menge verschiedener Größe. Das heißt, etwas größer, etwas kleiner. Und falls ihr der Typ seid für einen V-Ausschnitt, dann habt ihr da wirklich auch noch eine riesen Variation bzw. ein riesen Spektrum innerhalb dieser V-Ausschnitte, wie groß er halt letztendlich ist, wie tief er geht, wie spitz er ist, wie flach er sozusagen ist. Und an dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich persönlich nicht wirklich so der V-Ausschnitt-Typ bin. Es gibt mal ab und zu Shirts, die ich sehr gerne mit V-Ausschnitt trage, aber irgendwie ist es dann auch so die richtige V-Ausschnittgröße für mich. Allerdings würde ich eher insgesamt sagen, dass ich eher zu runderen Ausschnitten tendiere. Einfach wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich oft Oberteile habe, wenn ich einen V-Ausschnitt habe, die ich nicht richtig ausfülle mit meiner sehr kleinen Brust. Das setzt natürlich euer Dekolleté wirklich sehr schön in Szene und vor allen Dingen verlängert es optisch einfach euren Hals. Nun zu einem etwas größeren Rundhalsausschnitt, also einfach einen ganz klassischen runden Ausschnitt und überhaupt erst ein Ausschnitt. Da muss ich schon sagen, fühle ich mich etwas wohler, wenn er nicht zu groß ist tatsächlich. Aber es ist auch nicht zu 100% der Ausschnitt, den ich jetzt mal unbedingt wählen würde. Macht euren Hals auch auf jeden Fall etwas länger, lenkt allerdings den Blick natürlich nicht Richtung Dekolleté, falls ihr das verhindern wollt. Kommen wir nun zum U-Boot-Ausschnitt, also einem etwas breiterem und flacherem Ausschnitt. Ich persönlich bin wirklich ein Fan davon. Ich kenne aber auch ganz viele, die sagen, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Ich finde es sehr schön, weil es einfach das Schlüsselbein nochmal betont, irgendwie die Längen der Schulter. Und man muss sagen, ich muss mich wirklich konzentrieren, eine bessere Haltung zu haben. Dann sieht der ganze Ausschnitt auch nochmal besser aus. Also die meisten Ausschnitte, eigentlich jeder Ausschnitt, beziehungsweise grundsätzlich jedes Outfit sieht besser aus, wenn er nicht so hängt, sondern wenn ihr wirklich schön gerade steht. Dafür ist Sport eine ganz gute Sache, sollte ich auch mal wieder mehr machen. Zurück aber zum Ausschnitt. Ich habe es wirklich ganz gerne, weil ich finde auch, dass es einfach einen sehr eleganten Touch hat. Trage ich allerdings nicht so zu einer alltäglichen Basis, sondern wirklich eher, wenn es irgendwie mal was Schickeres sein soll. Und nun zu einem noch breiteren Ausschnitt, und zwar dem schulterfreien Shirt. Also da heißt es wirklich Schultern komplett zeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Look super, super schön und habe den auch super, super gerne. Aber tatsächlich finde ich schulterfreie Oberteile, dass vielleicht 5% wirklich bequem sind. Und die anderen 95% sind super ätzend, weil sie die ganze Zeit hier hochrutschen und man macht einmal so und hebt das an. Und dann ist das Oberteil sowieso nicht mehr an der Stelle, wo man ist, und dann zuppelt man die ganze Zeit rum. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Klamotten, wo man die ganze Zeit das Bedürfnis hat, an sich selbst rumzuzuppeln. Ein eher etwas untypischer Ausschnitt, den man auch gar nicht so oft bei T-Shirts sieht, ist ein Wasserfallausschnitt. Das sieht man tatsächlich relativ oft auch bei Kleidern oder sowas. Also ein Ausschnitt, der vorne etwas gefaltet ist und wie ein Wasserfall so ein bisschen aussieht. Auch das ist eine etwas elegantere Variante, und ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass diese Variante ganz, ganz vielen Menschen ganz toll schmeichelt. Nun zu einem eckigen Ausschnitt. An dieser Stelle musste ich leider ein Shirt nehmen, was nicht weiß war und auch nicht kurzärmelig ist. Also es hat gar nicht mehr so viel mit so einem typischen Kurzarm-T-Shirt zu tun. Allerdings wollte ich diesen Ausschnitt mit reinnehmen, der doch immer trendiger wird, und auch den gibt es natürlich in verschiedenen Variationen. Hier sehen wir wirklich eine sehr weite Variation. Es gibt natürlich eine viel engere. Das heißt, dass dieser Teil seitlich von den Armen, von den Ärmeln noch viel enger sitzt und somit dieser Ausschnitt, sage ich jetzt mal, deutlich kleiner wird. Diese Variante, würde ich sagen, steht mir dann auch schon eher, aber insgesamt muss ich sagen, das ist wirklich eine Variante, wo ich sage, mit meinen Mini-Boobies, das geht irgendwie gar nicht, weil ich fühle mich einfach flach. Also ich fühle mich wirklich einfach flach, 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 flach. Kann man es nochmal sagen? Flach. Und irgendwie passiert da beim Ausschnitt nichts. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so der falsche... Ja, so die falsche Auffälligkeit, Besonderheit an dem Outfit ist. Sagen wir so, ich kann das coolste Outfit anhaben, aber dieser riesen Ausschnitt will so ablenken, dass man den Rest des Outfits irgendwie als Betrachter oder ich persönlich im Spiegel gar nicht mehr sehe und gar nicht mehr wertschätzen kann, weil dieser Ausschnitt so groß ist. Deswegen muss ich ehrlich sagen, mir persönlich steht dieser Ausschnitt nicht, aber ich muss sagen, ich sehe so oft Menschen, wo es so schön aussieht und ich so neidisch bin, aber nee, ich feiere einfach die Outfits übelst und finde es voll schön, aber ich weiß einfach, hey, bei mir ist es irgendwie nicht so ganz was. Natürlich gibt es auch geknöpfte Ausschnitte, die sind meistens in einem V-Ausschnitt. Da kann man vielleicht sagen, hey, da soll nochmal so ein bisschen was extra passieren, und dann kann so ein bisschen was Knopfmäßiges eigentlich ganz cool aussehen, wie natürlich beispielsweise auch einem Kragen oder halt, ne, bei einem Polohemd, da hat man ja Kragen und Knöpfe, da passiert ja nochmal so ein bisschen extra was. Wie ich finde, auch ein sehr schöner Ausschnitt, der Wickelausschnitt. Ich habe es ganz gerne, aber muss sagen, ich mit meiner kleineren Brust
oftmals passen mir die Outfits nicht. Also ich muss oben nochmal so einen kleinen Druckknopf dran nähen, damit der Ausschnitt nicht so weit rausguckt, damit man halt nicht immer meinen halben BH sieht, außer ich ziehe halt nochmal irgendwie ein Bralet drunter an oder sowas, dann geht das natürlich. Aber ich persönlich finde es super umschmeichelnd, vor allen Dingen nochmal super umschmeicheln zusätzlich für die Taille. Und ich finde es auch wirklich ganz, ganz schön an ganz, ganz vielen Personen. Aber auch hier muss man natürlich gewillt sein, etwas mehr von seinem Ausschnitt zu zeigen. Und falls ihr sagt, ihr habt überhaupt keinen Bock, euren Ausschnitt irgendwie zu zeigen, dann könnte tatsächlich die Rollkragenvariante was für euch sein. Auch diesen Ausschnitt wollen wir an dieser Stelle nicht vernachlässigen, denn das ist ja eben kein Ausschnitt. Das ist wahrscheinlich besonders eine Option für all diejenigen, die sagen, ich finde meinen Hals viel zu lang. Damit kann man den optisch etwas kürzen. Lasst mir doch mal an dieser Stelle in den Kommentaren sehr gerne da, welchen Ausschnitt ihr persönlich am schönsten an euch findet. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar den Ärmeln. Das habe ich nochmal so in zwei kurzen Unterkategorien unterteilt und zwar einmal der Schulternahtabstand. Ich habe an dieser Stelle mal zwei T-Shirts nebeneinander und zwar ist das eine T-Shirt mit einer sehr kurzen Schulternaht und das andere mit einer sehr langen Schulternaht. Unabhängig von der Ärmelform entscheidet das natürlich auch, inwieweit eure Schultern fallen und wie breit eure Schultern wirken. Das kann natürlich für den einen oder anderen ausschlaggebend sein, wie er dieses T-Shirt an sich selbst findet. Ich persönlich habe überhaupt gar kein Problem mit jeglicher Schulternaht. Allerdings muss ich sagen, jetzt mal so in meiner Birnenfigur, so als Beispiel, finde ich eher eine längere Schulternaht schöner. Auch das ist ja so eine, die so ein bisschen runterfällt, weil ich immer das Bedürfnis habe, meine Schulter etwas breiter wirken zu lassen. Wenn ihr allerdings sagt, hey, ich habe breite Schultern und will das Ganze etwas schmaler wirken lassen, dann könnt ihr das Ganze mal mit einer kürzeren Schulternaht versuchen. Und nun zu den verschiedenen Ärmelformen, die ich jetzt mal so beispielsweise für dieses Video rausgesucht habe. Und zwar kommen wir doch erstmal ganz kurz zu diesem ganz klassischen Ärmelausschnitt. Relativ eng und kurz. Ist für mich persönlich jetzt nicht mein Favorit, aber absolut ein ganz klassischer Basic. Bei diesem leicht lockeren geschnittenen T-Shirt haben wir etwas längere Ärmel und auch etwas lockere geschnittene Ärmel und genau das würde ich jetzt mal sagen, ist das, was ich jetzt so bequem finde für den Alltag und wo ich sage, hey, das ist ein T-Shirt, das geht immer, das kann ich jeden Tag anziehen. An dieser Stelle wollte ich euch nochmal eine ganz enge Variante zeigen, die eure Arme auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, schmaler wirken lässt. Ich persönlich habe es nicht so gern, weil ich habe das Gefühl, ich habe so schlaksige Arme und dann mag ich das nicht, wenn das so super eng ist. Kommt aber auch auf das Outfit an, weil manchmal finde ich das auch ganz cool. Allerdings muss ich sagen, dass mir solche super engen Ärmel richtig auf den Senkel gehen, weil die bei mir in der Achsel so einschnüren, dass ich das so unbequem finde und ich finde auch einfach, das reibt hier an der Achsel richtig. Das ist so mein Problem mit den engen Ärmeln. Aber mich würde ja wirklich interessieren, ob ihr darauf achtet und ob euch das super wichtig ist, dass es zum Beispiel einen ganz engen Ärmel hat, so ein T-Shirt. Die Länge der Ärmel kann natürlich auch ganz krass variieren. Natürlich gibt es Langarm-Shirts, aber vielleicht auch so ein Dreiviertel-Shirt oder 7/8 Shirt oder so, kann natürlich auch eine Option für euch sein. Vielleicht sagt ihr irgendwie, ihr fühlt euch unwohl, weil ihr wollt nicht so viel von eurem Oberarm zeigen oder sowas. Warum nicht mal so ein Dreiviertel-Shirt? Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das hat immer so ein leicht eleganten Touch, wenn das so ein Dreiviertelärmel ist. Und falls ihr sagt, ihr wollt auf den Schultern so richtig auftragen mit Ärmeln, wie wäre es mit Puffärmeln? Puffärmeln sind wirklich die Ärmel, wo man sagt, wow, da passiert richtig was. Falls ihr sagt, ihr habt breite Schultern und wollt die kaschieren, dann würde ich lieber nicht dazu greifen. Wenn ihr allerdings sagt, hey, ich habe vielleicht eine etwas krassere Birnenfigur und will das so ein bisschen ausgleichen, Puffärmel ist die richtige Variante. Gibt es auch in einer weniger krassen Variante, wie bei dieser hier. Und natürlich darf man an dieser Stelle nicht die Fledermausärmel vergessen. Das sieht man jetzt sehr gut bei diesem Wasserfall-T-Shirt, dass das so V-mäßig auseinander geht. Also, dass die Ärmel nicht so richtig so eine Abschlussnaht haben und dann wie so ein Schlauch dran gesetzt ist, sondern dass es wirklich irgendwie so, ja, V-förmiger, kann man eigentlich schon so ganz gut beschreiben, zusammengesetzt ist. Und dadurch hat man natürlich, wenn man die Arme auseinander macht, einfach einen ganz anderen Fall bei dem T-Shirt. Habe ich persönlich früher super gerne getragen und trage ich an sich auch noch ganz gerne, wenn ich keine Jacke drüber tragen muss. Weil wenn ich eine Jacke drüber tragen muss, dann kriege ich die Krise, weil ich das Gefühl habe, dass unter den Achseln, ihr merkt ja, wenn ihr Probleme mit den Achseln, wenn da so viel Stoff ist. Aber das nervt einfach, vor allen Dingen, weil der ganze Ärmel dann hoch und dann finde ich persönlich sehr anstrengend und unpraktisch, aber ich finde es wirklich auch elegant. Also so einen leichten Fledermausärmel, ganz schick.
Und vielleicht sagt er einfach nur, hey, ich habe gar keinen Bock auf einen Ärmel, aber irgendwie muss es ja schon ein bisschen bedeckt sein. Wie wäre es mit so einer Spitzenvariante? Also wie ihr seht, gibt es wirklich super, super viele Variationen, wie man so einen Ärmel gestalten könnte und vor allen Dingen, welche Ärmel euch letztendlich dann auch wirklich zufriedenstellt mit eurem Outfit. Ich hoffe an dieser Stelle wirklich extrem, dass ich so viel wie möglich bei den T-Shirts abgedeckt habe und würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal kurz auf Instagram vorbeischaut. Dort gibt es ja die Outfit-Videos. Heute kommt auch gleichzeitig in Outfit-Videos zu weißen T-Shirts online mit 4 verschiedenen Looks. Das ist direkt der allererste Link und in der Infobox. Damit unterstützt ihr mich wirklich extrem und natürlich dürft ihr den Kanal auch sehr, sehr gerne abonnieren, falls ihr Lust habt. Und ansonsten freue ich mich an dieser Stelle noch extrem auf den Austausch unten in den Kommentaren, weil ich finde, solche Guide-Videos sind einfach super praktisch, wenn wir gegenseitig von unseren Erfahrungen einfach schöpfen können und somit einfach unseren Modebewusstsein so ein bisschen ausweiten können. Ansonsten sehen wir uns diese Woche dann Freitag nochmal. Da kommt meine Sommerkollektion online und auch das Lookbook dazu. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Verlinke euch hier einmal das Alles anprobieren Jeans-Video, das Alles anprobieren Rock-Video. Falls ihr Wünsche habt, was ihr als nächstes machen sollen, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren. Wir sehen uns dann Freitag und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss!